Nachdem wir im letzten Video die Signalspiele eingeführt haben, kommen wir jetzt zu ein paar Beispiele, wie man das perfekt bayesianische Gleichgewicht in solchen Signalspielen auch wirklich findet. Und das erste Beispiel ist das berühmte Bier-Quiche-Spiel. Das ist von Cho und Krebs eingeführt worden. Die Story ist ganz einfach. Wir haben hier ein Spiel zwischen einem Empfänger, Receiver, und einem Sender. Der Empfänger ist beleidigt worden und er kann selber. Der Empfänger ist beleidigt worden. Der Sender kann nun zwei Typen haben. Und zwar kann er entweder ein Macho sein oder ein Softie, M oder S. Der Empfänger würde sich gern für diese Beleidigung mit dem Sender duellieren, aber nur wenn es der Softie-Typ ist. Er traut sich nicht gegen den Macho an. Und nun kann der Empfänger den Sender beim Frühstück beobachten. Und das weiß auch der Sender. Und zwar haben wir hier folgende Präferenz. Der Macho mag gern Bier zum Frühstück, daher der Name, und Quiche nicht zu sehr. Der Softie mag Quiche lieber zum Frühstück als Bier. So, und nun wird also auf diese Art und Weise die Frühstückswahl zu einem Signal über den Typ, der Typ des Senders, Macho oder Softie. Es ist nun so, dass eigentlich beide Typen des Senders eigentlich friedliebend sind. Die möchten sich eigentlich nicht duellieren. Also auch der Macho, der will sich eigentlich gar nicht duellieren, kann also jetzt dadurch, dass er eventuell sogar das falsche Frühstück wählt, vielleicht ein Duell vermeiden. Das ist also das, was wir unterstellen. So, hier haben wir jetzt den Spielbaum. Der beginnt wieder wie zuvor auch hier in der Mitte mit dem Zug der Natur. Die Natur entscheidet, ob der Typ des Senders Softie ist oder Macho. Also das ist quasi hier Theta 1 und das ist Theta 2. Und die Wahrscheinlichkeiten sind relativ ungleich. Also der Softie ist nur 10%ige Wahrscheinlichkeit, der Macho hat 90%ige Wahrscheinlichkeit. Es kann also beide, Softie und Macho, können ihre Frühstückswahl treffen, entweder Quiche zum Frühstück oder Bier zum Frühstück. Der Sender R kann jetzt, Entschuldigung, der Empfänger R kann jetzt nicht entscheiden, der weiß nicht, welcher Typ vor sich hat, er sieht aber natürlich die Frühstückswahl. Das heißt, also entweder sieht er Quiche oder er sieht Bier und muss dann entscheiden, ob er nun duellieren möchte oder nicht. So, wie sind die Auszahlungen? Die Auszahlungen sind jetzt so gestaltet, dass sie mit dieser Story irgendwie kompatibel sind. Wie kann man das sehen? Also wir sehen zum Beispiel, der Softie, der Spieler 1, der kriegt eine höhere Auszahlung, wenn ich die 3 mit der 2 hier vergleiche, mit Quiche als mit Bier. Und das ist auch in diesem Fall 1 ist größer als 0. Das heißt also, der Softie mag immer Quiche lieber als Bier. Und der Macho, bei Macho ist es umgedreht, der kriegt hier 3 und da 2. Und da 1 und da 0. Das heißt also, der Macho mag immer Bier lieber. Jetzt ist es aber so, dass alle Sendertypen immer es lieber mögen, wenn sie sich nicht duellieren müssen. Also, die sehen immer bei Nicht-Duellieren gibt es eine 2 gegenüber einer 0, eine 3 gegenüber einer 1, eine 2 gegenüber einer 0, eine 3 gegenüber einer 1. Also, es ist immer um 2 besser, sich nicht duellieren zu müssen, als sich duellieren zu müssen. Und wir sehen, also jetzt der Unterschied ist 2 zwischen Duell und Nicht-Duell für den Sender und nur eins in der Frühstückswahl. Also wenn er unbedingt das Duell vermeiden möchte, dann kann er durchaus mal das falsche Frühstück nehmen. Das würde ihm dann helfen. Der Empfänger hat auch eine einfache Präferenz. Und zwar immer so, dass wenn er sich gegen den Softie duelliert, kriegt er eine Auszahlung von 1. Hier und hier. Und wenn er sich gegen den Softie nicht duelliert, kriegt er eine Auszahlung von 0. Er kriegt prinzipiell, wann immer er sich nicht duelliert, kriegt er eine Auszahlung von 0, auch hier. Wenn er sich allerdings duelliert gegen den Macho, kriegt er eine Auszahlung von minus 1. Das heißt, er will das vermeiden. Also der Empfänger möchte sich nie gegen den Macho duellieren, aber sehr wohl gegen den Softie. So, das ist die Auszahlungsstruktur, die ist mit der Story kompatibel. Und jetzt können wir uns überlegen, wie finden wir hier jetzt die
perfekt bayesianischen Gleichgewichte. So, man kann natürlich eine Kombination immer machen von einfach ausprobieren. Es gibt hier gar nicht so viele Möglichkeiten. Wir haben ja schon etabliert, dass in so einem Spiel der Sender vier Strategien hat und auch der Empfänger vier Strategien. Die kann man natürlich jetzt einfach der Reihe nach durchprobieren. Aber es hilft immer so ein bisschen Rückwärtsinduktion zu betreiben und es hilft auch nach Dominanz zu schauen. Also ob vielleicht ein Spieler eine dominante Strategie hat, also ob eventuell für einen Spieler es immer sinnvoll ist, ein bestimmtes Signal zu schicken oder für einen Spieler es immer sinnvoll ist, eine bestimmte Aktion zu wählen. In diesem Spiel gibt es allerdings jeweils keine solche Dominanzen. Also keiner der Spieler hat irgendeine dominante Aktion oder dominierte Aktion. Das heißt, wir müssen eigentlich alle vier durchprobieren und das können wir einfach mal machen. Ein bisschen Rückwärtsinduktion ist immer ganz gut. Man kann sich schon mal überlegen, für welche Beliefs ist nun eine bestimmte Aktion jeweils vorteilhaft. Und diese Beliefs schreiben wir folgendermaßen als bedingte Beliefs, bedingte Wahrscheinlichkeiten. Das wäre jetzt also die Wahrscheinlichkeit, dass der Softie, Softie-Typ ist, wenn Bier beobachtet wird als Frühstückswahl. Also sprich, wir sind jetzt in dieser Informationsmenge hier und ich möchte gerne wissen, wie müsste der Belief hier sein an dieser Stelle. Und der Belief, der da unten ist, an dieser Stelle, ist natürlich 1 minus das. Und jetzt kann man sich leicht ausrechnen, wann es für den R-Spieler, für den Empfänger, sinnvoll ist, sich zu duellieren oder nicht zu duellieren. Da kriegt er 1 oder 0 oder minus 1 oder 0. Das heißt, die kritische Belief ist natürlich genau bei 1,5. Das heißt, sobald ich glaube, dass ich mit größerer Wahrscheinlichkeit hier oben bin als hier unten, ist es für mich sinnvoll, hier Duell zu wählen. Denn dann kriege ich eine Auszahlung von 1 mit einer Wahrscheinlichkeit von größer als 1,5 und minus 1 mit einer Wahrscheinlichkeit von kleiner als 1,5. Und das ist größer als 0, wenn dieser Belief hier oben größer als 1,5 ist. Also, das ist einfach und genauso kann man das da drüben machen bei Quiche. Da ist es auch so, wenn ich mit größerer Wahrscheinlichkeit hier oben bin, auch dann möchte ich mich duellieren mit Wahrscheinlichkeit von, wenn die Wahrscheinlichkeit hier oben ist, größer als 1,5 ist. Also, das sind schon mal die besten Antworten des Empfängers, wenn die Beliefs erstmal gegeben sind. Noch haben wir die natürlich nicht. So, wir haben also insgesamt vier Strategien für den Sender, haben wir gesagt, nämlich zwei Pooling-Strategien und zwei separierende Strategien. Die kann man einfach mal durchprobieren und schauen, wie finden wir die Gleichgewichte. Und die erste Strategie, die wir uns anschauen wollen, ist die Pooling-Strategie Bier. Das heißt, beide Typen, der Softie und der Macho, wählen beide Bier als Nachricht. Bier zum Frühstück. Was passiert dann? Nun, folgen wir mal. Wir haben jetzt eine Pooling-Strategie. Das heißt, unser Empfänger lernt nichts. Der sieht das Frühstück. Okay, im Gleichgewicht würden aber beide Bier zum Frühstück nehmen. Das heißt, ich lerne gar nichts durch diese Frühstückswahl. Und damit ist mein Belief gleich der a priori Wahrscheinlichkeit der beiden Typen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Softie habe, ist immer noch 10% und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Macho vor mir habe, ist immer noch 90%. Nichts hat sich geändert. Jetzt kenne ich also diese Beliefs und zwar kenne ich beide Beliefs, weil sie beide auf dem Gleichgewichtspfad sind. Und wir wissen nach Forderung 3, wenn eine Informationsmenge auf dem Gleichgewichtspfad ist, müssen sie entsprechend der Bayesian Regel gebildet werden. Das heißt also hier entsprechend einfach dem a priori Belief entsprechen. Da muss ich gar nichts aktualisieren in meinem Belief. So, das ist also klar und damit wissen wir auch dann direkt, was ist die beste Antwort des Empfängers, nämlich N. So, wir haben jetzt also unsere Pooling-Strategie Bier. Die kann man uns jetzt mal in der Grafik eintragen. Wir wissen jetzt also, beide Spieler spielen Bier als Frühstückswahl. Das heißt, diese Informationsmenge, die rechte hier, die ist auf dem Gleichgewichtspfad und diese hier, die linke, ist nicht auf dem Gleichgewichtspfad.
Und jetzt können wir die Beliefs hier an dieser Informationsmenge, die auf dem Gleichgewichtspfad ganz leicht finden, denn es ist eine Pooling-Strategie, das heißt, die A-Priori-Beliefs werden auch die Ex-Post-Beliefs sein. Da ändert sich gar nichts. Das heißt, dieser Belief hier, der muss 0,1 sein. Und entsprechend natürlich hier unten, der hier muss 0,9 sein. So, und jetzt kann ich auch ganz leicht die beste Antwort ausrechnen, nämlich ich schaue an, hier mit 0,1 nur, da mit 0,9. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit des Matchschusses ist viel größer. Das heißt, ich möchte mich lieber nicht duellieren. Das haben wir ja gerade schon festgestellt. Die kritische Grenze liegt bei 1,5. Jetzt haben wir hier 0,9, also nicht duellieren. Das heißt, jetzt hier auf der rechten Seite ist alles fertig. Wir haben die Strategie des Senders, wir haben die Strategie des Empfängers und wir haben den Belief. Jetzt muss ich noch überlegen, was passiert hier auf der linken Seite. Das heißt, falls doch jemand Quiche wählen sollte, was macht dann der Empfänger? Das wird natürlich im Gleichgewicht nicht passieren, das ist Off-Equilibrium, aber wir müssen uns trotzdem überlegen, was spielt der Sender, der Empfänger an dieser rechten Informationsmenge? Was macht er da? Da haben wir jetzt alle Freiheiten. Die hier können wir erstmal frei wählen, ganz beliebig, weil sie sind Off-Equilibrium. Forderung 4 wird nicht angewandt, das heißt, wir können hier alles machen, alle Beliefs können wir nehmen. Und wir müssen die Beliefs jetzt so wählen, dass sie passen zu der Aktion, die wir gleich wählen werden. Wir wollen ein Gleichgewicht finden. Was darf also nicht passieren? Ja, wir sind jetzt zum Beispiel hier, ich sehe den Softie, der kriegt eine Auszahlung von 2. Wenn er hier drüben links etwas mit Quiche, etwas Größeres bekommen würde als 2, würde er abweichen. Das heißt, wir dürfen hier nicht landen bei 3. Das darf nicht sein. Also wissen wir schon mal, damit das überhaupt ein Gleichgewicht sein kann, muss der Empfänger hier D spielen. Denn dann hat keiner der Spieler einen Anreiz abzuweichen. Das können wir jetzt leicht überprüfen. Möchte der Softie abweichen? Er kriegt ja hier mit Bier 2, mit Quiche wird er nur 1 bekommen. Und der Macho wird erst recht nicht abweichen, der kriegt nämlich 3 mit Bier und würde 0 bekommen mit Quiche. Also die Empfänger wollen nicht abweichen. Jetzt kann man natürlich noch überlegen, ob vielleicht die Empfänger abweichen, ob die Empfänger abweichen wollen. Die Empfänger wollen aber auch nicht abweichen. Wir haben schon festgestellt, dass hier nicht duellieren die beste Antwort ist. Und hier drüben, nun, da müssen wir jetzt einfach den Belief so festlegen, dass D eine beste Antwort ist. Und wie können wir das machen? Wir haben es ja gerade schon ausgerechnet. Dieser Belief, der muss einfach größer sein als 1,5. Und schon passt es. Dann ist nämlich D die beste Antwort. Also er muss glauben, dass wenn jemand Quiche zum Frühstück hat, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand war, dass es der Softie war, größer ist als 1,5. Was ja gar nicht unwahrscheinlich ist, aber wir können jeden Belief sowieso frei festnehmen. Okay, jetzt haben wir hier nochmal die komplette Gleichgewichtskonstruktion. Erstens die Nachrichten des Senders. Dann haben wir die Beliefs. Dann haben wir die beste Antwort. Wie sieht es aus mit, was passiert nach Quiche? Haben wir auch schon festgelegt, das muss dann N wählen. Und jetzt müssen wir noch den Belief dazu nehmen. Das ist dieser hier. Also mit größer als 1,5 muss es der Softie sein. Und dann passt. Und das wäre alles ein perfekt bisherisches Gleichgewicht. Ich schreibe es nochmal alles zusammen. Das Pooling-Bier-Gleichgewicht lautet genau das. Beide Typen wählen Bier. Wenn Bier zum Frühstück gewählt wird, wird nicht duelliert. Wenn Quiche zum Frühstück gewählt würde, würde duelliert werden. Der Belief ist, dass es der Typ, der Softie ist, nach Bier zum Frühstück ist 0,1. Der Belief, dass der Softie ist nach Quiche zum Frühstück, ist größer als 1,5. Das ist das vollständige Pooling-Bier-Gleichgewicht und es erfüllt alle Bedingungen für ein perfekt bisonisches Gleichgewicht. Gut, dann schauen wir uns das nächste Mal an. Die Möglichkeit, dass beide Quiche zum Frühstück haben. Okay. So, dann schauen wir uns das auch mal in dem Spielbaum an. Jetzt sind also beide werden jetzt Quiche zum Frühstück haben.
Jetzt können wir wieder sofort den Belief festlegen. Der Belief hier muss sein 0,1 und da unten der Belief muss sein natürlich 0,9. Einfach weil beide wiederum den a priori Beliefs entsprechen müssen. Dann wissen wir auch sofort die beste Antwort des Empfängers, wenn er Quiche sieht. Jetzt ist es genauso wiederum, er denkt mit Wahrscheinlichkeit 0,9, es ist der Macho, dann will er sich lieber nicht duellieren. Also kriegen wir hier N als beste Antwort. Und jetzt können wir wieder umgedreht überlegen, was muss dann da drüben geschehen, wenn Bier zum Frühstück zum Einsatz käme. Dann ist es jetzt so, der Macho, der Softie, Entschuldigung, der Softie kriegt ja jetzt hier eine Auszahlung von 3. Das kann ihn, das ist das Beste, was ihm passieren kann. Der Macho hingegen kriegt eine Auszahlung von 2. Das heißt, er darf hier drüben nach Bier nicht 3 bekommen. Also muss, damit das Ganze ein Gleichgewicht ist, hier Duell gespielt werden. Das ist auch möglich, weil wir den Belief frei wählen können. Der Belief muss einfach so sein, dass der hier größer gleich 1,5 ist. Das ist ein wenig gegen die Intuition, weil es ist so, wenn ich Bier beobachten sollte, glaube ich mit Wahrscheinlichkeit von größer als 1,5, dass es der Softie war, der das gemacht hat, obwohl der Softie überhaupt kein Bier mag. Das ist ein bisschen problematisch, nicht sehr intuitiv und das ist auch ein Kritikpunkt an diesem Gleichgewicht, aber wie wir sehen, das ist trotzdem ein perfekt bayesianisches Gleichgewicht. Und zwar sieht es so aus, beide Typen haben Quiche zum Frühstück. Dann haben wir die Beliefs wieder, wie eben schon. Beste Antworten haben wir auch schon festgelegt. N muss gewählt werden, wenn Bier gemacht wird. N würde gewählt werden, dann würde der abwechseln. Also muss N muss D gewählt werden, wenn Bier zum Frühstück gemacht wird. Das ist wiederum nur rational, wenn der Belief so gegeben ist, wie wir gerade schon gesagt haben. Softie größer als 1,5. Und damit haben wir dieses Gleichgewicht insgesamt. Da steht das alles nochmal. Dieses Gleichgewicht ist ein perfekt bayesianisches Gleichgewicht, aber wie gesagt, es ist ein wenig gegen die Intuition, weil der Out-of-Glippen-Belief, nämlich genau dieser hier, ein bisschen fragwürdig ist. Das bedeutet nämlich, dass der Softie der ist, der abweicht zu Bier, obwohl er kein Bier mag und sich damit eigentlich nur schlechter stellen kann. Und das ist auch ein Kritikpunkt. Wer das mal nachlesen möchte, es gibt ein sogenanntes Intuitive Criterion. Und das ist genau von Krebs und Cho und Krebs, heißen die beiden. Die haben sich das angeschaut und die haben dieses Spiel eigentlich auch benutzt, um zu zeigen, dass das perfekt bayesianische Gleichgewicht hier noch nicht ganz genug ist, dass man da noch mehr machen muss, eine Verschärfung einbringen muss. Und das nennt sich Intuitive Criterion. Das ist also möglich, machen wir hier aber nicht. Für unsere Zwecke ist das hier trotzdem ein Gleichgewicht, auch wenn es ein bisschen fragwürdige Out-of-Equilibrium-Beliefs hat. So, jetzt können wir uns noch kurz überlegen, ob es denn auch separierende Strategien gibt in diesem Spiel. Separierende Strategien würde bedeuten, dass die beiden Typen was Unterschiedliches machen. Das heißt zum Beispiel, der Softie wählt Quiche und der Macho wählt Bier. Das würde man ja denken, dass es das gibt, weil das ist ja das Beste, was es sich eigentlich jeweils zum Frühstück wünschen könnten. Was würde jetzt passieren? Bei einer separierenden Strategie ist vollkommen klar, wer das sein muss. Wenn ich Quiche sehe, muss es der Softie sein. Das heißt, hier muss eine 1 stehen. Ja. Und hier muss ebenfalls eine 1 stehen. Und der entsprechende Belief 4 müsste 0 sein. Damit ist auch klar, was die besten Antworten sind. Ich sehe Quiche, ich weiß, es ist der Softie, damit will ich mich duellieren. Und ich sehe Bier und ich möchte mich natürlich dann nicht duellieren. So, das ist die beste Antwort des Empfängers. Aber spielt denn der Sender jetzt wirklich eine beste Antwort? Ich muss ja nicht nur hier nicht duellieren, sondern natürlich auch hier hinschreiben und hier ebenfalls D. So, wir sehen jetzt, dass der Softie nur eine Auszahlung von 1 bekommt aktuell. Wenn er allerdings zu Bier abweichen würde, würde er eine Auszahlung von 2 bekommen, weil er sich dann nicht duellieren müsste. Das heißt, er würde das falsche Frühstück wählen, damit er sich nicht duellieren muss. Und das bedeutet, dass das hier keine beste Antwort sein kann. Das heißt also, unser Softie spielt keine beste Antwort.
Der Macho schon. Also der Softie würde abweichen wollen und damit ist das kein Gleichgewicht. Also das geht nicht. Kein Gleichgewicht. Der Softie würde abweichen. Dieses separierende Gleichgewicht gibt es schon mal nicht. Jetzt könnte man noch die umgedrehte Variante anschauen, nämlich dass die jeweils das Gegenteil von dem machen, was sie mögen. Der Softie trinkt Bier und der Macho trinkt Quiche. Das ist natürlich nicht trinkt, isst Quiche natürlich. Aber das ist trotzdem erst recht nicht plausibel. Wir werden sehen, wenn der hier Bier trinkt und der hier Quiche isst, was passiert dann? Dann muss der Belief hier natürlich jetzt 1 sein. Und der Belief hier unten muss 1 sein. So. Und was sind jetzt die besten Antworten? Das schön einschreiben. So. Jetzt ist klar, jetzt weiß ich, ich bin hier oben. Das heißt, der Software werde ich mich duellieren. Und hier weiß ich, es ist auf jeden Fall der Macho. Da werde ich mich natürlich nicht duellieren auf dieser Seite. Und da sehen wir jetzt wiederum, wer da unzufrieden ist, nämlich der Macho ist unzufrieden. Wir sind sogar beide unzufrieden. Hier würde sogar der Softie und der Macho abweichen. Der Softie würde abweichen, weil er aktuell 0 kriegt. Hier könnte er 3 bekommen. Der Macho könnte 1, bekommt hier 1 und könnte zu 2 abweichen. Also auch das ist kein Gleichgewicht. Beide würden sogar abweichen wollen. Und damit gibt es das auch nicht. Das heißt also, wir haben jetzt hier ein Spiel, das Pierre-Ich-Spiel, bei dem gibt es nur zwei Pooling-Gleichgewichte. Aber keine separierendes Gleichgewicht. Das ist nicht immer so, aber in diesem Spiel ist das so. So, dann haben wir noch ein zweites Beispiel. Das ist auch von der Struktur her genauso wie das Bier-Quiche-Game, nur ein bisschen anders, weil wir andere Zahlen haben. Aber von der Struktur her ist es gleich. Hier ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für die beiden Typen jetzt jeweils 1,5. Ich habe jetzt keine Story dazu, das ist einfach irgendeine Kombination von Auszahlungen. Und jetzt können wir uns mal so ein bisschen anschauen, wo finden wir da vielleicht, wie gehen wir da vor? Man kann jetzt wieder Rückwärtsinduktion machen ein bisschen und man kann sich insbesondere überlegen, hat vielleicht ein Spieler eine beste Antwort? Gucken wir uns mal den Empfänger an. Wenn ich den Empfänger an dieser Informationsmenge hier anschaue, an der linken anschaue, dann sehe ich mit der Strategie U, mit der Aktion U bekommt er 3 und wenn er hier unten ist, kriegt er 4 und mit D bekommt er nur 0 oder 1. Das heißt also, egal ob er da oben ist oder egal ob er da unten ist, mit U bekommt er immer mehr als mit D. Und das heißt, an dieser Informationsmenge hat er eine dominante Strategie. Der würde also immer wegen F2, Sie erinnern sich, sequentielle Rationalität, wenn er also, egal welchen Belief er hat, er würde immer hier U wählen, unabhängig von seinem Belief. Das heißt, Sie wissen schon mal, in jedem Gleichgewicht, ganz egal welches Gleichgewicht Sie anschauen, muss es immer so sein, dass der Spieler, dass der Empfänger hier in dieser Informationsmenge U wählt. Dasselbe können wir da drüben leider nicht machen, an der anderen Informationsmenge. Da ist manchmal U besser und manchmal D besser. Und wir können sogar eigentlich sogar relativ schnell sehen, dass der kritische Belief bei 1/3 liegen wird. Das kann man sich ausrechnen, indem man einfach vergleicht, was bekommt man denn eben mit R, wie heißen die Strategien hier? U oder D. Was bekommt man mit U, was bekommt man mit D? Und das ist genau, wenn Q gleich 2/3 ist. Q ist jetzt hier kurz geschrieben für der Belief, dass es Theta 1 ist, wenn ich R beobachte. Das heißt in anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier oben an diesem Knoten bin. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit größer ist als 2/3, dann möchte ich lieber U wählen und sonst möchte ich D wählen. Und auf der anderen Seite haben wir schon gerade gesehen, unabhängig von dem Belief möchte ich immer U wählen. Das heißt A von L, also die Aktion, die ich wähle, wenn ich beobachte, dass die Nachricht L ist, sollte immer U sein. Das haben wir aber gerade schon festgestellt. So, dann kommen wir jetzt zu den möglichen Gleichgewichten. Schauen wir uns mal Pooling R an. Pooling R bedeutet, beide Spieler wählen R. Und jetzt ist der Belief natürlich wiederum sofort festgelegt.
Der Belief muss hier sein, gleich dem a priori Belief, nämlich ein halb. So, wenn ich ein halb habe, das liegt das unter, natürlich unter zwei Drittel. Demnach ist die beste Antwort für den, für den Empfänger ein halb, ist hier d. Damit haben wir auf dieser Seite schon mal alles erledigt. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Wir wissen, da drüben wird auf jeden Fall u gespielt. Und da brauchen wir eigentlich, egal für welchen Belief, wir müssen aber trotzdem irgendeinen Belief hinschreiben. Und der Belief kann aber ganz beliebig sein. Der kann irgendwas zwischen 0 und 1 sein. Ganz egal, welcher Belief. So, was wir noch nicht überprüft haben, ist, ob der Sender wirklich eine beste Antwort spielt. Was bekommt der Sender aktuell? Der bekommt aktuell hier, wenn er von Typ 1 ist, eine 0. Wenn er hingegen abweichen würde zu L, würde er 1 bekommen. Das heißt, ich sehe sofort schon mal, dass der spielt keine beste Antwort. Das heißt, damit ist R-Pooling kein Gleichgewicht. Dann kann man sofort sagen, da will jemand abweichen. Theta 1 würde zu L abweichen. Kein Gleichgewicht. Dann können wir Pooling L uns anschauen. Gehen wir wieder zum Spielbaum. Das heißt, jetzt müssen wir hier L spielen lassen in beiden Seiten. So. Was ist dann der Belief? Na, der Belief auf dieser Seite muss natürlich ein halb sein, weil das ein Pooling-Gleichgewicht ist und der a priori Belief war ein halb. So, was wird hier drüben gespielt auf der anderen Seite? Das können wir nochmal frei festlegen erstmal. Wir wollen ja eventuell, dass es ein Gleichgewicht ist. Wie können wir das hinkriegen? Wir könnten ihn jetzt abweichen lassen zu. Es soll sich nicht lohnen, dass er nach r abweicht. Aktuell bekommt er 1. Das heißt, hier muss auf jeden Fall schon mal d gespielt werden, weil sonst würde er ja mehr bekommen. Wenn da u gespielt würde, würde er 2 bekommen und dann würde der Theta 1 abweichen. Er muss hier also auch d gespielt werden. Und das funktioniert tatsächlich, weil jetzt keiner der beiden Typen Theta 1 oder Theta 2 abweichen möchte. Damit haben wir hier also eine Möglichkeit, wie das gehen kann. Jetzt ist noch die Frage, wann ist denn d eine beste Antwort? Das haben wir vorher schon ausgerechnet. D ist eine beste Antwort, wenn dieser Belief hier kleiner gleich 2 Drittel ist. Das muss es also sein. Und das kann natürlich ohne Probleme eintreffen. Das ist off equilibrium. Das können wir uns einfach so auswählen. Und schon haben wir ein Pooling-L-Gleichgewicht. Hier ist es. Beide Spieler spielen L. Wenn L beobachtet wird, wird U gewählt. Das machen wir immer. Wenn R gewählt wird, wird auch U gewählt. Nein, wenn U gewählt würde, würde er abweichen. Also muss D gewählt werden. Und das ist möglich, wenn der Belief kleiner als 2 Drittel ist. Das haben wir gerade schon gesagt. Und damit haben wir ein Gleichgewicht gefunden. Q, muss man hier sagen, steht hier für, das ist der Belief, das ist der Theta 1 Typ ist, wenn R gespielt wird. So, damit haben wir das Pooling-Gleichgewicht. Gibt es denn separierende Gleichgewichte? Separierende Gleichgewichte würden bedeuten, dass zum Beispiel einer der Spieler R spielt und der andere L. Also gucken wir uns das auch mal im Spielbaum an. Was hatte ich? Ich hatte die Kombination Theta 1 spielt R, Theta 1 spielt R und Theta 2 spielt links. So, damit sind die Beliefs sofort klar. Dieser Belief muss natürlich 1 sein und dieser Belief muss 1 sein. Das war separierend immer so. Damit haben wir dann auch die besten Antworten sofort klar. Hier muss U gespielt werden, weil man weiß, dass es der Typ Theta 1 ist und hier muss D gespielt werden. Nein, hier muss immer U gespielt werden natürlich. So, damit hätten wir die besten Antworten des Empfängers. Jetzt müssen wir noch überprüfen, Forderung 2 wiederum, möchte der Sender abweichen. Aktuell bekommt der Theta 1 Typ 2 und wenn er abweichen würde, würde er 1 kriegen. Der will nicht abweichen. Dieser Spieler hier kriegt aktuell 2 und wenn er abweichen würde, würde er nur 1 kriegen. Das heißt, der will nicht abweichen. Damit haben wir ein Gleichgewicht gefunden. Das heißt, das separierende Gleichgewicht funktioniert.
R und L für die beiden Typen. Dann haben wir hier das Ganze, das ist das RL, separierende Gleichgewicht mit dem Belief P gleich 0 oder Q gleich 1, wobei P hier steht für das, was ich da jeweils. Dieses P soll 0 sein und dieses Q soll 1 sein. Das ist also in diesem Fall P und Q. Hier habe ich das abgekürzt. So, und zum Schluss können wir uns noch anschauen, gibt es noch das umgedrehte separierende Gleichgewicht? Kann man sich auch anschauen, was passiert da? Umgedreht, das heißt, jetzt spielt der Typ Theta 1 links und der Typ Theta 2 spielt rechts. Hier bleibt es bei dem U als beste Antwort, das ist ja immer so. Wie sieht es hier aus? Dieser Belief muss 1 sein. Wenn dieser Belief 1 ist, dann wird natürlich hier D gewählt. Und jetzt ist noch die Frage, was ist der Belief da drüben? Der spielt allerdings keine Rolle wiederum. Kann wiederum irgendwas sein zwischen 0 und 1. Die Frage ist, möchte jemand abweichen, wenn der Sender anstatt R, wenn der Theta 1 anstatt links rechts spielen würde, würde er nur 0 bekommen. Der will nicht abweichen. Theta 2, wenn der abweichen würde, aktuell kriegt er 1. Und wenn er abweichen würde zu L, würde er 2 bekommen. Also der will abweichen und damit ist das kein Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht existiert also nicht. Und damit haben wir genau 2, nämlich ein Pooling und ein separierendes Gleichgewicht. Das kann durchaus auch passieren. Gibt viele Möglichkeiten bei diesen Signalspielen, insbesondere wenn die noch ein bisschen größer werden, dann gibt es noch mehr Möglichkeiten. Also der Trick ist einfach, erstmal so ein paar Sachen auszuschließen und dann einfach mal den Rest durchzuprobieren. Und damit hätten wir dieses Beispiel fertig und damit auch dieses Video.